beim Biokranparadies. Unser nächstes Projekt Heidelbeeren aus dem Winterschlaf erwecken. Wir haben unsere Heidelbeeren allesamt in großen Speiskübeln in unterschiedlicher Größe. Das sind 60 Liter. Im Garten habe ich auch noch welche mit 80 oder 90 Liter. Warum sind die im Speiskübel? Um der Wurzel bzw. der Heidelbeere möglichst einen sauren Boden zu geben. Den sauren Boden erreiche ich damit verschiedene Schichten an Rindenmulch, feine Rindenmulch, grobe Rindenmulch, und die Heidelbeere, die verarbeitet das Jahr für Jahr, und so bleibt im eigentlichen Bereich der Wurzel immer ein sehr saures Gefilde für die Heidelbeere, was sie liebt. Unser Boden hier ist teilweise kalkhaltig oder lehmig. Das mag die Heidelbeere nicht so, deswegen vermeide ich es, die Heidelbeere ins Freiland auszusetzen. Die Töpfe werden im Freiland dann bis hierhin zwar eingegraben, aber durch das die Heidelbeere unten im Topf Löcher hat, kann überflüssiges Regenwasser gut ablaufen, dass uns die Pflanzen, wie man so schön sagt, nicht ersaufen. Frühjahrspflege heißt bei der Heidelbeere einmal ein wenig den Boden aufbereiten, aufarbeiten. Dafür habe ich hier so ein Werkzeug mit vorne einer kleinen Spitze. Das heißt, wird eingehakt, ein bisschen nur aufgehackt, nicht zu tief, da die Heidelbeere relativ flachwurzelnd ist. Hier kommt jetzt meine Holly gerade mal vorbei. Ich glaube, das gehört irgendwo mit dabei dazu. Jeder, der mit Garten zu tun hat, hat meistens entweder Hund oder Katze. Bei uns ist es die Katze. Wir haben sie noch nicht so lange, deswegen immer noch ein bisschen auf Beobachtung im Garten. Aber im Endeffekt soll es ein Freigänger sein. Nun zurück zum Thema. Was gehört noch zur Pflege? Wie man sieht, die Heidelbeere treibt also auch relativ neue, große Äste aus, die ein Bambus gesteckt und mit der, wo habe ich sie? Da habe ich sie. Mit der Bindezange befestigt. Weil ansonsten neigt sie dazu, halt ihre Äste halt weit nach außen stehen zu lassen. Was jetzt nicht unbedingt so sinnbringend ist, weil es soll schön kompakt beieinander sein. Dazu nehme ich mal ein bisschen aus dem Bild gehen. Einen Stab. Die Bindezange. Von der Bindezange hatte ich ja bei den Himbeeren schon mal berichtet. Ein tolles Gerät. Zu dir kommen wir gleich noch. Nächster Stab. Die alten kleinen kommen raus. Die nutzen jetzt nichts mehr. Weil von Jahr zu Jahr werden natürlich die tragenden Äste der Heidelbeere immer größer. Und dann reichen die kurzen Äste nicht. Die kommen in den Keller. Nächster. Wenn ich dann so zwei, drei von diesen Stäben drin habe, dann kann man auch schon mal gucken, dass man Seitenäste noch ein bisschen erzieht. Der kommt hier hinter. Hier haben wir noch einen kurzen Stab, der bekommt da noch mit dran.
dann sieht das doch schon wieder recht gut aus. Ein kleiner Bambusstab noch. So und fertig. Das ist jetzt zum Beispiel eine Jungpflanze. Die habe ich mir jetzt letzte Woche zusenden lassen. Da achte ich auch drauf, dass ich Qualität einkaufe. Das heißt, die sind dann halt mal 2-3 Euro teurer. Aber im Endeffekt möchte man doch schöne, kräftige Pflanzen mit viel Ertrag haben. Dann muss man halt irgendwo auch mal 1 oder 2 Euro mehr für die Pflanze bezahlen. Die werde ich dann auch im Laufe der Woche in einen 40 Liter Speiskübel einpflanzen. Wie ich das mache, dann nehme ich euch mit dazu. Gibt ein neues Video, also wenn es interessiert, ab und zu in unserem Kanal reinschauen. Gibt immer was Neues. Wir versuchen zeitnah jetzt immer den ein oder anderen Kurzvideo oder halt auch Projektvideo mit einzustellen. Die Heidelbeeren und Honigbeeren haben jetzt ihren Platz getauscht. Wir haben jetzt die Honigbeeren. Auch die sind schon kräftig in der Blüte. Da mache ich dann gleich nochmal eine Nahaufnahme, damit man mal sieht, wie das ausschaut. Auch die bekommt ein bisschen den Boden bearbeitet. Aber wie gesagt, vorsichtig, weil sie auch flachwurzelt. Hier haben sich wieder Beikräuter breit gemacht. Die werden bei der Pflegemaßnahme jetzt gerade mit rausgenommen. So, und auch die bekommen jeweils 2, 2,5. Das nehmen wir nicht so genau. So, dann einmal Wasserschlauch und wässern. Auch noch ein bisschen was. So, dann würde ich sagen, das reicht für heute. Na, komm her, Holly. Hm? Darfst auch mit drauf. Geh, jo, hier, darfst auch mit drauf. Geh. Die muss immer mit dabei sein. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich freuen über einen Daumen hoch, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut. Wie gesagt, für Anregungen bin ich sehr empfänglich, beziehungsweise wir sehr empfänglich. Und dann sehen wir uns wieder. Eine schöne Zeit. Ciao.